In diesem Video möchte ich dir ein sehr interessantes Projekt vorstellen, nämlich Wilderworlds. Das ist ein NFT-Marktplatz und dieser startet bereits heute auf Polkastarter in knapp 6 Stunden. Und das ist einfach ein Projekt wieder typisch für Polkastarter. Es ist hochqualitativ, es ist richtig gut, nur hätte es etwas früher kommen müssen, um diesen ganzen NFT-Hype noch direkt mitnehmen zu können. Aber eventuell läuft das hier etwas ruhiger ab, eventuell, man weiß es ja sonst nie. Aber das Projekt hat auf jeden Fall Potenzial, weshalb ich dir das hier mal vorstellen möchte. Und zwar ist Wilderworld ein 3D-Universum, das vollständig von NFTs betrieben wird. Und wie du siehst, sind diese wirklich hochqualitativ. Die haben auch eine Zusammenarbeit mit Zero Space, soweit ich weiß, und das ermöglicht Wilderworlds mehrstufige fotorealistische, wie du hier siehst, Mixed Reality Welten, in denen dann die sogenannten Wilder virtuelles Land erwerben und sich durch einzigartige Avatare, dekorative Assets und modische Accessoires ausdrücken können. Wilderworld ist vollständig im Besitz der Community und wird auch von ihr verwaltet. Also die Schöpfer, Spieler und die Fans können sich über die Wilder DAO auf der Ethereum-Blockchain gleichermaßen beteiligen. Von daher, ich finde dieses Projekt wirklich super interessant. Ich bin gespannt, was dort für NFTs dann landen werden. Du kannst mit NFTs natürlich auch eine Menge Geld machen, was die Plattform auch irgendwo auszeichnet hier No Fees, obwohl es eben auf Ethereum basiert. Das ist schon richtig, richtig gut. Dezentral, Community-owned, ja. Also das solltest du dir vielleicht mal nicht entgehen lassen, aber hier bekommst du direkt auch ein paar Tipps von mir, wie du das vielleicht angehen könntest. Aber gucken wir uns doch mal die genauen Startdaten an. Und zwar startet es heute um 14 Uhr unserer Zeit und es startet mit einem Listingpreis von 0,048 US-Dollar. Und das ist für all die Leute, die natürlich Polkastarter Token besitzen. Und das habe ich euch ja schon in einem anderen Video vorgestellt, wie das da abläuft. Du brauchst 250 Polkastarter Token, musst aber vorher an der Whitelist teilgenommen haben. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du auch nicht dementsprechend in diesen Public Sale hinein investieren. Man braucht 250 Token für ein Ticket. Und wenn man sich dann fürs Whitelist einträgt, ab und zu stelle ich das auch in den Videos vor, von daher empfehle ich dir hier auf jeden Fall mal zu abonnieren, wenn ein Whitelisting offen ist, so kannst du dann mit Glück gezogen werden. Je mehr Tickets du hast, desto besser ist das natürlich und dann kannst du daran partizipieren. Da klickt man einfach auf Go App, Go to the App, wenn es soweit ist und dann wird ein Pool aufgemacht und dann heißt das, wer zuerst kommt, mal zuerst. Weiter geht's. Wenn der Public Sale dann vorbei ist, all die Leute dann investiert haben, die gewitelistet wurden, dann beginnt um 16 Uhr unserer Zeit, genau, Uniswap will listed on 2 pm, also 16 Uhr unserer Zeit, wird es dann auf Uniswap angehen und da haben die auch hier schon die Contract-Adresse, die tust du dann einfach kopieren. Wechselst auf Uniswap und tust dann einfach den Token einfügen, tust ihn dann importieren und dann wirst du ihn hier aufgelistet sehen und dann kannst du mit Ethereum als Paar das zum Beispiel drin haben und könntest dann investieren. Ich würde dir aber empfehlen, hier auch USDC einzustellen, hast hier oben den Token, stellst hier auf 1 ein, wenn du den Token hast und dann wird hier unten dir der derzeitige Preis angezeigt, wie viel der Wilder-Token gerade wert ist. Und dann hast du halt dementsprechend hier den Vergleich, wie viel Mal hat er denn gemacht. Am Anfang machen die für gewöhnlich immer ein 10, 12 Mal durch den Public Sale und was dann passiert, ist oft ein starker Drop, ein starker Dump, der dann passiert, der Preis sinkt. Also ganz schnell, weil die Leute eben oben verkaufen wollen. Und einfach wieder für kleineres Geld einkaufen. Das ist eine ganz, ganz normale und legitime Art, das eben auf den ganzen Plattformen so zu machen. Und von daher
Ich würde es so ein bisschen mit Eternity Chain vergleichen. Ich könnte mir vorstellen, dass das am Anfang schon wirklich sehr stark steigt, weil die einfach die Leute sehen, wie solche NFT-Plattformen dann doch performen. Die performen recht gut und es könnte in der Zukunft, Entschuldigung, doch schon sehr relevant werden, weshalb ich schon einen stärkeren Pump erwarte. Aber wenn ihr da in diesen Pump hinein investieren wollt, ich für gewöhnlich empfehle immer abzuwarten, bis das Ding sich wieder komplett beruhigt, wenn du langfristig an ein Projekt glaubst wie das. Aber wenn du in den Pump einkaufen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, erstmal den ersten Dump abzuwarten. Zoomen wir mal ein bisschen dran hier. Warte den ersten Pump an, Dump ab. Und wenn du merkst, dass der Preis sich gerade etwas beruhigt hat, dann könntest du hinein investieren und könntest dann ein paar Gewinne mitnehmen, falls es halt eben verläuft wie bei Eternity Chain. Dann siehst du hier auch einen stärkeren Dump, den ich auch da dann erwarte, wo dann die Leute halt auch auf jeden Fall die Gewinne mitnehmen, die auch dann hier früh investiert haben. Von daher wird das erstmal ein Pump-and-Dump-Spiel. Am Anfang ist das wirklich schwierig, da reinzukommen, aber wenn du dein Glück versuchen möchtest, dann kannst du das mal wagen. Ich generell möchte da eher warten, bis das hier passiert, bis der Preis sich beruhigt. Das kann halt auch ein paar Wochen dauern, aber meistens ist dann halt eben eine starke Konsolidierung und dann geht das Ding erstmal seitwärts, bis mehr Updates kommen. Und dann ist eben auch eine wahnsinnig gute Beigelegenheit, um sich den Token zu schnappen. Aber generell kannst du natürlich auch dein Glück im Pump versuchen. Das könnte doch einen schon stärkeren haben. Okay, Leute. Polkastarter ist jetzt auch, ich glaube, unter die 3 Dollar gefallen gestern, weshalb Polkastarter-Token jetzt erschwinglich sind, sage ich, wie es ist. Ne? Es ist erschwinglich und ich habe mir auch welche gekauft und werde immer wieder nachkaufen. Vor allem, wenn der Preis jetzt so schön niedrig ist, kann ich euch das nur ans Herz legen. Gucken wir doch mal ganz kurz rein. Polkastarter. Ja, 2,92. Ich habe bei 3,50 Dollar gekauft. Dann würde ich jetzt nochmal ein 250er-Pack kaufen, um genau an solchen geilen Projekten teilnehmen zu können, um dann gewitelistet zu werden, um dann die richtigen Gewinne mitnehmen zu können. Denn das Ding macht sicherlich mehr als ein 10-mal, jedenfalls vom Public-Preis her. Und dann kann man da schon sehr gut Gewinne mitnehmen. Okay, Leute, das soll es damit schon gewesen sein. Haltet Wilder Worlds auf jeden Fall mal im Blick. NFTs sind ganz klar so ein bisschen gerade am Straucheln. Du siehst ja bei. Du hast ja gesehen, bei Ethernet Chain ist ja auch gerade Flaute, von daher ist hier auch eine gute Buy-Möglichkeit. Aber ein Market Cap von 126 Millionen hat das dennoch, das war aber schon bei 300 Millionen, ist aber jetzt auch einen Kauf wert. Wenn du bei sowas allgemein immer informiert bleiben möchtest, also up to date, dann würde ich dir empfehlen, meinen Wochenbericht zu abonnieren. Dann bekommst du nämlich alle kommenden Tokenstarts, bevorstehende Ereignisse, die du im Auge behalten solltest. Dann weißt du immer, was in Zukunft passiert. Du bekommst die neuesten Airdrops, Tipps und Tricks, die wichtigsten News zusammengefasst und Einsicht in mein eigenes Portfolio mit wöchentlicher Aktualisierung. Dann weißt du, was der Olo Kryptonit so alles kauft, besitzt und auch verkauft. Und bei den kommenden Tokenstarts, da ist natürlich das meiste Geld zu holen. Dann weißt du immer, was gerade abgeht. Okay, Leute, das soll es damit gewesen sein. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei Wilder Worlds. Macht was aus den Informationen und ciao.